heute auch eine Premiere, nämlich mit dieser Pressekonferenz weihen wir das neue Videostudio der SPD ein. Mache Sie darauf aufmerksam, dass diese Pressekonferenz aufgezeichnet wird, und ich hoffe, Sie sind damit einverstanden für interne Zwecke. Und ich bitte Sie wie immer, bei Ihren Fragen nachher erstmal Das zu Meeting wird aufgezeichnet. Ihre Mikros auszuschalten und bei Ihren Fragen sich dann nachher im Chat oder auch live zu melden für Ihre Wortmeldung. Sie können mich auch über SMS erreichen. Hallo, kannst du doch bitte Tschüss machen? Dann würde ich jetzt sagen, wir starten und ich übergebe das Wort an die Parteivorsitzende. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute vor 50 Jahren hat Willy Brandt mit seinem Kniefall, mit einer Geste der Demut, einen außenpolitischen Paradigmenwechsel herbeigeführt. Als deutscher Widerstandskämpfer bat er in Polen um Vergebung für die millionenfachen Verbrechen der deutschen Nazis. Mitten im Kalten Krieg hatte er auf Versöhnung gesetzt, auf Frieden und Zusammenarbeit in Europa. Die Welt hielt den Atem an. Wir bekennen uns zum europapolitischen Erbe Willy Brandts. Wir wollen ein friedliches, tolerantes, solidarisches Europa bewahren und eine solidarische, an rechtsstaatlichen Prinzipien orientierte Europäische Union. Wir legen unserem Parteivorstand heute eine Resolution vor, die diese gemeinsamen Ziele bekräftigt. Ja, um dieses Ereignis von vor 50 Jahren zu würdigen, bin ich in unser beider Namen am vergangenen Wochenende nach Warschau gefahren. Das war eine sehr beeindruckende Zeremonie. Ich bin dort gewesen mit dem Vorsitzenden der SDL, also der polnischen Sozialdemokraten, Wojciech Czerzasty. Und ich muss sagen, wenn man an dieser Stelle steht, dann versteht man, was Willy Brandt gemeint hat, als er gesagt hat, wenn die Sprache versagt. Das war wirklich ein Augenblick, der eben auch zeigt, was damals von dieser Situation und von dieser Geste ausgegangen ist, nämlich das Bekenntnis auch als Nichttäter, aber eben Angehöriger einer Nation zu sein, die diese Schuld auf sich geladen hat, dazu zu stehen. Gleichzeitig war es ja Teil auch der dann folgenden Ostverträge, um auch mit deutlich zu machen, man hat nicht ständig Ansprüche, die überlappen. Das waren meiner Meinung nach die beiden wichtigsten Säulen für die Tatsache, dass wir seit 50 Jahren einen stabilen Frieden in diesem Mitteleuropa haben. Wir haben heute auch im Präsidium zu Gast gehabt Aleksander Kwaśniewski, der frühere polnische Staatspräsident und ebenfalls Vorsitzende der Sozialdemokraten in Polen, der noch einmal deutlich gemacht hat, welche Bezüge, also welche Erinnerungen er selbst hatte, aber welche Bezüge das für die Nachbarschaft und mit der deutsch-polnischen Nachbarschaft auch für die Europäische Union in ihrer Weiterentwicklung hat. Nun wissen wir, es gab damals Herausforderungen und Widerstände, die gibt es auch jetzt wieder. Nachbarschaft ist nicht immer leicht, aber doch ist wieder deutlich geworden, wie viel da gewachsen ist und dass man auf dieser Basis auch unterschiedliche Meinungen viel besser austragen kann, als wenn man diese Grenzen nie so überwunden hätte. Kwaśniewski hat sehr deutlich gemacht, dass er einen sehr pragmatischen Ansatz fährt, also zu sagen, wir müssen es schaffen, dass wir die Finanzierung der Europäischen Union, aber die Rechtsstaatlichkeit Polens miteinander in Einklang bringen, so dass wir auch zu einem Ergebnis kommen. Wir haben auch schon in den vergangenen Tagen und Wochen deutlich gemacht, dass Rechtsstaatlichkeit natürlich eine ganz wichtige Grundlage ist, die dieses Europa zusammengebracht hat und auch für die Zukunft für dieses Europa wichtig ist. Ja, was sich ebenfalls in diesen Tagen jährt, ist, dass Norbert Walter-Borjans und ich zunächst von den Mitgliedern und dann auch vom Bundesparteitag zu den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands gewählt wurden. Und ich denke, wir haben vergangene Woche die Zeit genutzt, auch um Bilanz zu ziehen und nach vorne zu blicken. Ich denke, wir können sagen, wir haben viel erreicht, mehr als viele erwartet hatten. Die SPD steht geeint da wie selten zuvor. Die enge Zusammenarbeit mit Olaf Scholz, mit Rolf Mützenich und Lars Klingbeil, der Zusammenhalt in den eigenen Reihen, in der ganzen Partei,
zeigen Wirkung sowohl auf unsere Arbeit in der Partei, aber natürlich auch auf unsere Arbeit in der Regierung. Der Austausch mit unseren Mitgliedern gibt uns viel Rückenwind für das kommende Jahr, das ein super Wahljahr sein wird, in dem wir uns gleichzeitig profilieren und weiterhin verantwortungsvoll mitregieren werden. Wir werden Dampf machen und den Koalitionspartner in die Pflicht nehmen beim Respekt für die Männer und Frauen in systemrelevanten Berufen und ihrer besseren Bezahlung, beim Arbeitsschutz, zum Beispiel in der Fleischindustrie und bei gerechten Lieferketten, beim gleichen Chancen für Frauen und Männer, bei Initiativen für bessere Bildung und digitale Teilhabe, bei der Handlungsfähigkeit von Kommunen, beim Schutz der Mieter vor Umwandlung in ihrer Mietwohnungen in Eigentumswohnungen und beim sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft. Ich glaube, dass gerade auch der letzte Punkt, den Saskia Esken gerade angesprochen hat, noch einmal zeigt, wie wichtig es war, dass wir mit der Stärkung des Koalitionsausschusses eben neben die Diskussionsforen, die man hat mit einer Fraktion und auch Entscheidungsforen und der Beteiligung in der Regierung, auch Partei noch einmal profilieren kann. Viele dieser Punkte, die die Regierung letzt zustande gebracht hat, und es sind viele, und das wird ja auch immer wieder bezeugt, die tragen eine sehr klare sozialdemokratische Handschrift. Und ich sage jetzt mal ganz unbescheiden für uns, dass vieles an dem, was schon vor Corona mit einem Investitionsplan auf den Weg gebracht worden ist, was mit Corona als Konjunkturpaket formuliert worden ist, angefangen von der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen bis hin zur Mobilitätsprämie, die nicht auf Verbrenner hin konzipiert ist. Das sind Dinge, von denen ich sage, die wären anders ausgefallen, wenn wir diese Konstellation nicht hätten. Und das gilt auch für einen Punkt, nämlich die klare Haltung zu der Situation, die wir im Februar, März in Thüringen hatten, wo deutlich geworden ist, es gibt da kein Wackeln. Und da hat es gut getan, dass wir nicht nur aus Koalition heraus handeln konnten, sondern wirklich auch klar Position beziehen konnten im Koalitionsausschuss. Jetzt geht es weiter, wir müssen nach vorne gucken. Nach Corona fängt eine neue Zukunft an und es kann nicht sein, dass jetzt Stimmen laut werden, dass man auf Investitionen verzichtet, dass man ganz schnell zielt, dass man all das kaputt spart, was wir jetzt gerade noch mühevoll überbrücken. Und deswegen muss eines klar sein, die Nach-Corona-Zeit darf nicht die Wiederauferstehung des Neoliberalismus sein. Und wir werden das auch zu Themen im Wahlkampf bis eben zum nächsten Herbst machen. Und das gilt nicht bloß für die Bundestagswahl, das gilt auch für die Landtagswahlen, die bis dahin anstehen. Und insofern habe ich ein sehr schönes Zeichen gerade in den letzten Tagen gegeben, dass in Rheinland-Pfalz Malu Dreyer zu beglückwünschen ist, dass sie nämlich mit 99,7% als Spitzenkandidatin gewählt ist. Und ich glaube, mit Malu Dreyer haben wir eine der Personen, die Sozialdemokratie wirklich auch in einer offenen, überzeugenden, klaren Art vertreten und darstellen. Und wir haben mit Olaf Scholz einen Kanzlerkandidaten, von dem wir immer gesagt haben, es war richtig, dass wir beide von den Mitgliedern zu Vorsitzenden bestimmt worden sind, aber auch, dass wir gesagt haben, die Übersetzung in beharrliche, in routinierte Regierungsarbeit, die kann keiner so wie Olaf Scholz. Auch das ist ein Ergebnis dieses Jahres, auf das wir, glaube ich, zurückblicken können mit einer gewissen Zufriedenheit. Ja, wir sind auch dafür angetreten, die Mitglieder unserer Partei stärker zu beteiligen. Das tun wir mit vielen virtuellen Begegnungen, bei denen wir uns mit Hunderten von Teilnehmern austauschen. Ganz besonders wollen wir unsere Mitglieder bei der Aufstellung unseres Wahlprogramms beteiligen. Mehr als 4.000 SozialdemokratInnen haben sich an unserer virtuellen Programmwerkstatt beteiligt, mit Ideen, mit Debatten. Und am 12.12. tun wir den nächsten Schritt am kommenden Samstag und suchen bei unserem Debattencamp den Dialog und die Diskussion zu unseren Politikschwerpunkten mit allen Interessierten, auch mit der Öffentlichkeit und auch mit Ihnen. In vielen Sessions und Talks stellen wir und stellen sich Olaf Scholz, Lars Klingbeil und viele andere SozialdemokratInnen zusammen mit Experten, Expertinnen aus Netzgemeinde, aus Kultur und Wirtschaft den Fragen und Debattenbeiträgen. Das erste Debattencamp im Jahr 2018 war eine experimentelle, eine vielbesuchte Messe der Meinungen. Und dieses Mal nutzen wir Corona-bedingt alle Möglichkeiten, die das Netz zum Austausch bietet und freuen uns auf unkonventionelle Diskussionen. Corona ist die größte Herausforderung, so kann man wohl sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wir müssen alles tun, um die Pandemie in den Griff zu bekommen und gesundheitlichen Schaden von den Menschen abzuwenden. Und gleichzeitig müssen wir die Auswirkungen der schmerzlichen Eingriffe in unser Leben, die das notwendig macht, so gut wie möglich ausgleichen. Das ist unser politisches Tagesgeschäft. Und deshalb haben wir Anfang November die Kontakte im privaten Bereich stark begrenzt. Gastronomie und Veranstaltungen sind geschlossen. Der Schulbetrieb wird dagegen aufrechterhalten und ebenso läuft auch das wirtschaftliche Leben weiter. Es ist uns damit zwar gelungen, das exponentielle Wachstum zu bremsen, dennoch verharren die Neuinfektionen auf hohem Niveau, seit einigen Tagen steigen sie wieder. Wir müssen die Überlastung unseres Gesundheitssystems verhindern und wir müssen die Kontaktverfolgung wieder unter Kontrolle bekommen. Von dem dazu notwendigen Ziel, unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zu kommen, sind wir weit entfernt. 380 von 400 Stadt- und Landkreisen liegen darüber. Bisher wurden zusätzliche Maßnahmen, zusätzliche Schutzmöglichkeiten in Schulen, wie zum Beispiel der Wechselunterricht, noch nicht flächendeckend ausgeschöpft. In Hotspots werden sie angewandt und das ist auch richtig so. Wir werden sehen, was weitere Maßnahmen an der Stelle bringen. Ja, wir haben noch ein schwerwiegendes Thema. Ich habe vorhin schon unsere Positionierung zu Thüringen angesprochen im Verlauf dieses Jahres. Ich hätte nicht erwartet, dass die CDU in Sachsen-Anhalt erneut sich ohne Not in eine solche Situation begibt, nämlich von der AfD am Ende unterstützt zu werden bei der Durchsetzung ihrer in diesem Fall ablehnenden Position zum Rundfunkstaatsvertrag. Was noch bedrückender ist, ist, dass wieder auf der Bundesebene von der CDU dazu praktisch keine Kommentierung und auch nichts kommt, was diesen Prozess oder dieses Problem auflösen helfen würde. Es ist ein laut hörbares Schweigen, sowohl der Vorsitzende der CDU als auch der drei, die sich jetzt für das Amt warmlaufen. Dabei wäre jetzt wirklich wichtig, deutlich zu machen, was wir erneut sagen. Es darf keine Zusammenarbeit mit Rechtspopulisten und Rechtsextremisten geben und es darf auch nicht die Duldung einer Zusammenarbeit mit diesen Kräften geben. Es geht, Sie wissen das, um die Frage, dass im letzten Bundesland ein Rundfunkstaatsvertrag ratifiziert wird, der von 15 anderen schon angenommen ist. Es geht also auch nicht um die Frage, ob er verändert oder wie auch immer zustande kommt. Es gibt 0 oder 1. Und unsere Landtagsfraktion hat eine klare Position. Sie hat sogar ein Angebot gemacht, von dem ich glaube, dass das eine gute Perspektive wäre, nämlich zu sagen, dass was jetzt ansteht, ist Ausschluss der augenblicklichen Organisation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und dazu gibt es eine Kommission, die neutral feststellt, wie der Finanzbedarf ist, die KEF. Die hat einen Vorschlag gemacht, 86 Cent, die können definitiv nicht die Begründung sein für das, was da im Augenblick vor sich geht. Aber die Landtagsfraktion der SPD hat nochmal deutlich gemacht, dass man ja mit der Zustimmung verbinden kann, dann den Auftrag tatsächlich noch einmal über Organisation, über die Frage auch der Finanzierung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks nicht nur nachzudenken, sondern auch neue Schritte einzuleiten. Aber dazu gehört eben, dass sich die CDU in Sachsen-Anhalt auf ihre Verantwortung besinnt. Wir appellieren an jedes einzelne Mitglied dieser CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt, staatsbürgerliche Verantwortung ernst zu nehmen. Das hat auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer getan. Und wir wissen, dass auch in den anderen Ländern eine ganz klare Haltung dazu ist, dass man sich bewusst ist, hier reden wir nicht über ein landespolitisches Scharmützel. Hier geht es um zwei Dinge. Die Sicherung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks auf der einen Seite und die klare Absage an jede Art von Zusammenarbeit mit rechtsextremen Kräften. Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir zu Ihren Fragen. Bitte schön. Bitte melden Sie sich im Chat oder sonst per Handzeichen. Die Kameras kann ich im Moment nicht sehen. Versuchen Sie es. Bitte im Chat. Der Herr Hansen hat eine Frage. Nein? Okay, nein. Entschuldigung. Herr Hansen hat sich leider aussteigen. Und sonst können Sie die Frage auch einfach live stellen und sich vorher das Mikro entsperren, bitte.
Dann würde ich gerne mal fragen, Ricarda von der Welt direkt zu Sachsen-Anhalt. Der Generalsekretär, Ihr Generalsekretär hat direkt ziemliche Konsequenzen angekündigt, wenn es zu einer Abstimmung kommen sollte, die gleichlautend ist bei Union und AfD. Welche Konsequenzen sind das? Danke. Ich kann nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Für uns ist eine gemeinsame Abstimmung, um ein Ergebnis zu erzielen oder zu verhindern, mit Rechtsextremen nicht tolerabel. Das gilt erst recht natürlich für uns selbst, aber es gilt auch dafür, dass ein Koalitionspartner, der sich mit den Rechtsextremen zusammentut, um eine Entscheidung herbeizuführen, eben die weiß, welche Konsequenzen das hat. Der Frage stehen wir auch ganz klar, wenn ich das anfügen darf, an der Seite unserer Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt und der Landespartei, namentlich Katja Pähle, die Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin der SPD in Sachsen-Anhalt. Die nächste Frage kommt von Martin Greise zur Corona-Lage. Bitte schön, Herr Greise. Ja, guten Morgen. Eine Frage zur Corona-Lage. Sie haben es ja vorhin schon angesprochen. Die Infektionszahlen gehen nicht wirklich zurück. Jetzt ist Bayern ja vorangeprescht. Jetzt gibt es auch erste Forderungen von anderen Ministerpräsidenten, zum Beispiel von Herrn Hans, dass die Lockerungen bundesweit eigentlich nicht so greifen dürfen. Also man eigentlich eine bundesweite Lösung finden muss, dass die Lockerungen über Weihnachten, über Silvester so nicht fortbestehen dürfen. Wie sehen Sie das? Und vielleicht noch eine zweite Frage, weil Sie auch über Ihr erstes Jahr sprachen. Was war eigentlich so die allergrößte Überraschung für Sie beide in dem Amt? Vielleicht können Sie dazu auch noch mal was sagen. Also zu Corona will ich ganz deutlich sagen, wir haben ja einen klaren Weg vereinbart und auch mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes noch mal bestärkt, dass die Entscheidungen über Maßnahmen bei den Ländern liegen. Wir haben vorgegeben, welche Maßnahmen wir für verhältnismäßig und im Rahmen halten, im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes. Und jetzt ist es an den Ministerpräsidenten auch in den jeweiligen Bundesländern, mal zunächst auf Inzidenzen und auf Hotspots und auf besonderes Infektionsgeschehen zu reagieren. Wenn man zu der Auffassung kommt, dass man gemeinsam abgestimmt und gleichartig handeln sollte, dann liegt das bei den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Einige Bundesländer haben ja bereits längst vor dem gestrigen Tag bekannt gegeben, dass sie zwar über Weihnachten lockern wollen, aber nicht über Silvester und ähnliche Einschränkungen sind auch schon jeweils in Ländern so beschlossen worden. Wir sind der festen Überzeugung, dass die MinisterpräsidentInnen sich in den nächsten Tagen zusammensetzen werden und dort auch beraten werden, ob es notwendig ist, auf Bundesebene gleichartige weitere Beschränkungen auszusprechen. Wenn man zu den überraschendsten Erfahrungen was sagen kann, dann ist es sicher das, dass etwas, was wir uns gewünscht haben und wofür wir angetreten sind, nämlich einmal viel mehr Bindung und viel mehr Austausch mit der Fläche zu haben, also mit den Mitgliedern in allen Teilen des Landes, dass das zusammen mit einer klaren Position, die haben wir eben beschrieben, zum Beispiel im Fall von Thüringen oder auch jetzt wieder, dazu geführt hat, dass man auch ohne Basta und ohne auf den Tisch klopfen eine hohe Übereinstimmung hinbekommen kann in der sozialdemokratischen Führung. Und ich glaube, da würden gerne mittlerweile andere, die das am Anfang etwas argwöhnisch betrachtet haben, heute bei der Findung ihrer Vorstandskandidaten oder Vorsitzkandidaten ein bisschen was von abbekommen. Und ich glaube, das ist eine schöne Überraschung, die uns auch antreibt für die nächste Zeit. Ich will nicht sagen, dass ich überrascht davon war, aber ich war schon sehr beeindruckt, wie schnell es uns gelungen ist. Und da sind ja andere auch beteiligt an dieser Leistung, dass wir die Spitzen dieser Partei so zusammengeführt haben und zusammenführen konnten, dass wir jetzt schon seit vielen Monaten sehr erfolgreich uns an der Regierung beteiligen, die Regierung auch stark mit beeinflussen. Die Koalitionsausschüsse haben jeweils auch immer eine sozialdemokratische Handschrift getragen. Das ist dem geschuldet, dass wir an der Spitze so gut zusammenarbeiten mit Olaf Scholz, mit Rolf Mützenich und auch mit Lars Klingbeil. Dann hat Basil Wegner noch eine Frage. Bitte schön. Sie müssen sich noch entstummen, Herr Wegner. Jetzt? Frau Esken, daran angeknüpft,
Koalitionsausschüsse. Derzeit liegt ja auch einiges im Argen, beziehungsweise liegt auch Eis in der Koalition, Stichwort Lieferketten, gerade hier, was die Gesetzeswerkstatt BMAS sozusagen anbetrifft, da muss man ein bisschen pathetisch sagen will, sind da so ein paar Sachen, aber auch hier bei Klima, erneuerbare Energie, Umlage, das sind auch Dinge, die nicht vorankommen so richtig. Gibt es denn Bedarf an einen Koalitionsausschuss vielleicht tatsächlich auch noch in diesem Jahr? Und wenn ich vielleicht noch eine zweite Frage anschließen darf, und zwar nochmal zu der einer MTK und der einer möglichen einheitlichen Linie in Sachen Corona. Angesichts von irgendwie Inzidenzschwankungen zwischen irgendwie 300 in Sachsen oder sowas und irgendwie 50 in Norden, braucht man wirklich eine einheitliche Linie? Ja, zum einen die Frage nach dem Koalitionsausschuss. Ich glaube, dass wir gut vorgearbeitet haben, sodass jetzt auch in kleineren Runden Fortschritte erzielt werden können, haben wir ja bei Frauen in Führungspositionen gesehen und bei anderen Dingen, die jetzt in den letzten Wochen erzielt werden können. Auch Arbeitsschutz in der Fleischindustrie ist ja abgeräumt worden. Aber tatsächlich zeigt sich in den offenen Punkten, die Sie ansprachen, im Lieferkettengesetz, wo wir bisher keine Einigung erzielen konnten und wo ich mir auch nicht sicher bin, ob wir eine erzielen werden. Und auch in anderen Fragen ganz deutlich, dass es doch deutliche Unterschiede zwischen den Koalitionspartnern in Haltungsfragen gibt. Wenn es eben darum geht, dass Deutschland und dass die deutsche Wirtschaft Verantwortung übernimmt für gerechte Arbeitsbedingungen überall in der Welt, dann ist eben eine Weiterentwicklung da offenbar mit dieser Koalition, in dieser Koalition offenbar nicht möglich. Und das sind dann Dinge, die wir auch deutlich zu machen haben. Es macht eben einen Unterschied, mit welcher Haltung man tatsächlich auch an wirtschaftspolitische Fragen, aber natürlich auch an gesellschaftspolitische Fragen rangeht. Frauen in Führungspositionen waren lang umstritten als Belastung der Wirtschaft. Das muss man sich mal ausmalen. Ja? Frauen sind keine Belastung, die sind eine Bereicherung, das will ich so mal ganz deutlich sagen. Und natürlich haben wir am Ende uns erfolgreich durchgesetzt, aber es war nicht so einfach. Also ich finde, dass der Koalitionsausschuss mehrfach gezeigt hat, dass wir uns in Punkten haben durchsetzen können, die vorher nur wirklich von der CDU und CSU deutlich abgelehnt worden sind. Aber das ist etwas, was mit näher kommendem Wahltermin, das muss man eindeutig sagen, stärker wird. Auch erst recht, wenn man aus Corona rauskommt. In der Zeit jetzt haben wir die gemeinsame Überzeugung, die gemeinsame Verpflichtung, ich sage das immer so, den Kahn über Wasser zu halten, da einigt man sich schneller auf bestimmte notwendige Punkte. Aber je klarer es wird, dass auch eine Kursfrage entsteht, wenn der Kahn wieder ruhig fährt, nämlich bringen wir wirklich Wohlstand und Anstand zueinander oder ist für uns eine Lieferketten, eine Haftung von Unternehmen, die bei der Lieferkette, denen egal ist, wie mit Menschen umgegangen wird, ist das Wettbewerbsverzerrung? Ist etwa mehr Frauen in Führungspositionen eine Schwächung der Wirtschaft? Also das sind schon Punkte, bei denen man sehr deutlich merkt, da haben wir absolut unterschiedliche Meinungen. Und was das Thema Corona angeht und die Unterschiede in der Fläche, ich bin nun mal lange, lange Zeit in der Landespolitik gewesen, ich bin absoluter Föderalist. Ich sage immer wieder, Deutschland hat seine Stärke dadurch, dass es eben gerade in der Lage war, so unterschiedlich auf unterschiedliche Herausforderungen in den Regionen einzugehen und trotzdem immer wieder auch die Kooperation zu haben in einer Bundesrepublik. Und das ist hier ganz genauso. Ja, wir brauchen, um verlässlich zu sein, um auch verständlich zu machen, was nötig ist, vieles, was gemeinsam getragen werden muss. Aber es wird ja oft auf Herrn Söder abgestellt. Wenn Herr Söder jetzt in der Lage wäre, dass die Inzidenzzahlen in Bayern deutlich niedriger als anderswo wären, dann hätte er sicher nicht viel Interesse an einer bundesweiten Lösung. Und ich finde, er müsste auch jetzt einsehen, dass es Länder gibt, die anders dastehen. Und deswegen müssen wir diese Abweichungen möglich machen. Danke. Martin Greise mit einer Frage zur Lage der SPD bzw. Wahlkampf. Bitte schön. Ja, Freitag und dann am Samstag hat Forsa ja so eine neue Umfrage veröffentlicht, die ich einigermaßen erstaunlich fand. Da lag bei der Kanzlerumfrage Herr Söder, ich glaube, mit 35% weit vor Robert Habeck und danach folgte erst Olaf Scholz mit 14%.
man fragt sich so ein bisschen, woher das kommt. Also eigentlich ist ja, gilt ja Olaf Scholz mit so als der größte Trumpf im Wahlkampf, eben weil er ja ein erfahrener Regierungspolitiker ist. Und das scheint sich zumindest laut den Umfragen bislang nicht so richtig auszuzahlen. Also und auch bei der Problemlösungskompetenz liegt die SPD ja weiter bei 5%, und wo man eben ja mit Scholz und Heil einige Minister ja stellt, die ja zumindest laut der Allgemeinheit ein ganz ordentliches Krisenmanagement betreiben. Woran liegt das denn, dass man da irgendwie nicht so richtig durchdringt, und wie kann man das vor allem ändern mit Blick auf die Wahlen? Ja, Herr Greibel, Sie sprechen was an, was uns natürlich auch täglich bewegt, diese wichtige Frage. Und da kommt es eben dazu, dass wir in der schwierigen Lage sind, einerseits verantwortungsvoll zu regieren, dass der Finanzminister und Vizekanzler hier und da auch mal den Job des Wirtschaftsministers machen muss, das aber so viel Arbeit mit sich bringt, dass man selten auch trommeln kann dafür. Und dass am Ende die Zustimmung, die hohen Zustimmungswerte, die die Regierung insgesamt auf sich verbuchen kann, eben hauptsächlich bei der Regierungschefin landen. Wir haben aber auch natürlich in den nächsten Monaten zu erwarten, dass eben jemand anders nicht nur die CDU führen wird, sondern auch jemand anders als die Kanzlerin, als die aktuelle Regierungschefin antreten wird für diese Wahl, zu dieser Wahl als Spitzenkanzlerkandidat, Kandidatin. Wir wissen ja nicht, was kommt für die Union. Und insofern sind wir zuversichtlich, dass es uns im Laufe der nächsten Monate gelingen wird, auf der einen Seite weiterhin verantwortungsvoll mitzuregieren. Das gebietet die Verantwortung, die staatspolitische, aber natürlich auch insbesondere Corona und die Krise. Und auf der anderen Seite eben die SPD auch zu profilieren als eigenständige politische Kraft. Wir haben immer rausgearbeitet, dass das die besondere Chance unseres Teams ist, dass wir beiden eben nicht in Regierungsverantwortung sind und ganz besonders die Partei auch vertreten können. Und die SPD wird in den nächsten Wochen und Monaten mit ihrer Programmatik und mit ihrem Personal auch deutlich machen, dass es einen Unterschied macht, wenn die SPD, was unser Plan ist, die Regierung anführt. Wir haben ja eben von Frauen in Führungspositionen gesprochen. Deswegen würde ich natürlich die Namen Hubertus Heil, Olaf Scholz auch noch ein bisschen ergänzen. Auch das, was Franziska Giffey, was Christine Lambrecht, was Svenja Schulzemann, sind sehr auffällige Arbeit, ist sehr auffällige Arbeit im positiven Sinne in dieser Regierung, was man nicht unbedingt von den Ministerinnen und Ministern des Koalitionspartners so behaupten darf. Ein Punkt ist ganz sicher, dass Olaf Scholz ruhig, still, solide, beharrlich, effizient arbeitet. Und in der öffentlichen Aufmerksamkeit mag der laute Ton, mag die Faust auf dem Tisch eben, wir haben es auch schon mal angesprochen, besser rüberkommen. Ich glaube, bislang sieht man ja gar nicht, dass das die Alternative ist. Wenn klar ist, wer auf der anderen Seite denn dasteht, dann wird, glaube ich, umso klarer, wie wichtig es ist, dass jemand mit Erfahrung in der Regierungsarbeit und auch in der Durchsetzung, auch international, hier zur Wahl steht. Ist es richtig, dass ich jetzt keine weitere Wortmeldung sehe? Ich habe eine Frage. Hallo. Oh, nochmal eine Frage zur Verschiebung des Parteitags. Meldet das Pioneer auf den Mai. Können Sie nochmal erläutern, was jetzt die ausschlaggebenden Gründe dafür sind und warum es programmatische Gründe sind, wo Sie doch jetzt schon lange an dem Wahlprogramm feilen in Debatten und Ausschüssen und Gruppierungen? Wir haben am Parteiprogramm in den letzten Wochen und Monaten im internen und teils mit externen Expertinnen besetzten Programmclustern erste Entwürfe und erste Ideen entwickelt. Aber wir sind froh, wenn wir jetzt durch die Verschiebung des Parteitags auch die Möglichkeit haben, nochmal intensiv mit unseren Mitgliedern in die Debatte zu gehen und eben auch mit Stakeholdern, mit denen wir, sagen wir mal, Gewerkschaften und andere Interessensvertreter, Verbände nochmal in die Debatte gehen können. Was lernen wir aus Corona? Was muss uns leiten in der Frage, was Norbert Walter-Borjans vorher angesprochen hat, wenn der Kahn mal wieder etwas ruhigere See hat? Wohin fahren wir denn eigentlich? Welche Richtung geben wir der Veränderung, die fraglos notwendig ist in diesem Land, dafür ein bisschen mehr Zeit zu haben? Das gibt uns diese Möglichkeit, gibt uns diese Verschiebung. Und wir haben eine Menge gewonnen an Zeit dadurch, dass wir wirklich früh und klar eine Entscheidung getroffen haben, wer ist unser Kanzlerkandidat. Wir haben damit früh und klar auch in
Zusammenarbeit mit dem Kanzlerkandidaten die Programmarbeit weiterführen können. Und wir merken jetzt, an wie vielen Stellen wirklich über Online-Konferenzen, über Debattencamp, über all diese Punkte auch wirklich Meinung zu uns kommt. Und ich glaube, wir sind gut beraten, dass wir jetzt genauso ruhig weiter diese Zeit nutzen, um ein kurzes, konkretes, aber eben auch erzählbares Programm auf die Beine zu stellen. Bitte, wenn noch weitere Fragen sind, melden Sie sich ebenso wie die Kollegin Breiten oder im Chat. Stille, ich höre nichts. Dann habe ich noch einen Hinweis für Sie. Wir werden im Anschluss jetzt an die Pressekonferenz die Resolution verschicken, also auch im Anschluss des Parteivorstands, die aus Anlass des 50-jährigen Gedenkens an den Kniefall von Willy Brandt gefasst worden ist. Dann bleibt mir nur noch, mich ganz herzlich zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen einen schönen Tag zu wünschen.